Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zu der heutigen Abendveranstaltung hier im Auditorium und zu Hause an den Monitoren. Bitte beachten Sie, dass wir auch heute wieder eine durchgängige Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske hier im Raum haben. Also bitte behalten Sie die Maske während der gesamten Veranstaltung auf. Derzeit zeigen wir in unserem Sonderausstellungsraum die Ausstellung Der kalte Blick, letzte Bilder jüdischer Familien aus dem Ghetto von Tarnow. Hier habe ich Ihnen den dazugehörigen Katalog mitgebracht. Ab Oktober 2020 haben wir die Ausstellung erstmals hier im Hause gezeigt. Corona-bedingt war sie dann aber leider nur kurze Zeit für die Besucherinnen und Besucher geöffnet. Nach einer Wanderstation in Wien ist die Ausstellung daher nur noch einmal bei uns zu sehen. Sie sind also herzlich eingeladen, die Ausstellung bis zum 18. April hier bei uns im Dokumentationszentrum zu besuchen. Wer das nicht schafft, aber ab 12. Mai in der Oberpfalz unterwegs sein sollte, hat die Gelegenheit, die Ausstellung bis 6. November in der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg zu sehen. Momentan planen wir auch, die Ausstellung ab Mitte 2023 in Polen zu zeigen. Die Veranstaltung heute ist als Begleitprogramm zur Ausstellung konzipiert und wir haben daher gemeinsam eingeladen mit dem Naturhistorischen Museum Wien und der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas. Beide Häuser haben in Kooperation mit der Stiftung Topographie des Terrors die Ausstellung erarbeitet. Die Veranstaltung heute sehen wir zugleich als Beitrag für den Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus. Übermorgen, am 27. Januar, werden wir den 77. Jahrestag der Befreiung der Häftlinge des Konzentrationslagers Auschwitz begehen. Im Zentrum des heutigen Abends stehen Zeitzeugenberichte über die Verfolgung und Ermordung jüdischer Familien in Tarnow 1939 bis 1945. Als Referenten der Vorträge begrüße ich herzlich Frau Dr. Margit Berner. Sie ist pandemiebedingt zugeschaltet aus Wien am Monitor und Herr Dr. Ulrich Baumann. Die Moderation der Veranstaltung wird Frau Dr. Stefanie Bohrer übernehmen. Für die Lesung aus Zeitzeugenberichten begrüße ich herzlich Frau Daria Lick und Herrn Marlon Frank. Beide sind Studierende an der Universität der Künste Berlin in der Abteilung Schauspiel. Frau Lick im 4. Semester, Herr Frank im 2. Semester. Und an dieser Stelle möchte ich sehr herzlich Frau Gabriela Crispino danken, mit der uns schon seit längerem eine gute Zusammenarbeit verbindet und die als Sprechdozentin an der Universität der Künste die Lesung mit den beiden Studierenden im Unterricht vorbereitet hat. Ich möchte Ihnen nun noch die beiden Referenten der Vorträge vorstellen. Dr. Margit Berner ist wissenschaftliche Mitarbeiterin des Naturhistorischen Museums Wien und Kuratorin der dortigen somatologischen Sammlung und Fotothek. Sie hat gemeinsam mit Dr. Götz Ali die Ausstellung Der kalte Blick initiiert. Die Ergebnisse ihres langjährigen Forschungsprojekts haben wir ebenfalls im Rahmen des Ausstellungsprojekts in einem Buch der Topographie-Reihe Notizen visuell veröffentlicht. Es hat den Titel Letzte Bilder, die rassenkundliche Untersuchung jüdischer Familie im Ghetto Tarnow 1942. Diesen Band können Sie hier bei uns erwerben, ebenso den gerade gezeigten Ausstellungskatalog, der neben den Ausstellungsinhalten auch einen einführenden Essay von Götz Ali enthält. Herrn Ali möchte ich an dieser Stelle als 4. Ausstellungskurator und wissenschaftlichen Berater des Projekts ebenso Dank aussprechen wie den übrigen Kuratoren, die uns heute durch die Veranstaltung begleiten. Dr. Ulrich Baumann ist stellvertretender Direktor der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas. Der Historiker war in den vergangenen Jahren Co-Kurator bzw. Projektleiter zahlreicher Ausstellungen. Für die Ausstellung Der kalte Blick
hat er vor allem die Geschichte der jüdischen Bevölkerung in Tarnow und ihrer Verfolgung zusammengestellt. Vorstellen möchte ich schließlich auch die Moderatorin Dr. Stephanie Bora. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin der Stiftung Topographie des Terrors. Für die Ausstellung Der kalte Blick hat sie gemeinsam mit Herrn Baumann die Ermittlungs- und Strafverfahren gegen die verantwortlichen Täter der Verfolgung nach 1945 thematisiert und das Projekt koordiniert. Hinweisen möchte ich noch auf eine Veranstaltung des Fritz-Bauer-Instituts in Frankfurt am Main. Am 27. Januar um 12 Uhr bietet das Institut eine Online-Veranstaltung an, in deren Rahmen Herr Dr. Ali und Frau Dr. Berner die Ausstellung Der kalte Blick präsentieren werden. Kurz zum Ablauf heute. Nach dem Programm aus Vorträgen und Lesungen gibt es wieder Gelegenheit, Fragen zu stellen, hier live im Raum und für die Zuschauerinnen und Zuschauer des Livestreams schriftlich per E-Mail. Die E-Mail-Adresse wird daher während der Veranstaltung auch eingeblendet. Diejenigen, die hier im Saal ihre Fragen stellen, möchten wir bitten, zum Mikrofon zu gehen, damit sie auch im Livestream übertragen werden. Und nun übergebe ich das Wort an Frau Dr. Berner. Aber ich möchte mich mal auch noch herzlich bedanken für die Einladung, heute bei Ihnen sprechen zu können. Und ich beginne jetzt gleich mit dem Vortrag. Ja. Im März 1942 fuhren die zwei Wiener Wissenschaftlerinnen in die deutsch besetzte polnische Stadt Tarnow, um dort ein Projekt zur Erforschung typischer Ostjuden durchzuführen. Das Projekt entstand als Zusammenarbeit zwischen dem Institut für deutsche Ostarbeit und der Anthropologischen Universität in Wien. Das von der deutschen Besatzungsregierung 1940 gegründete Institut war in den Räumen der geschlossenen Jagiellonischen Universität in Krakau untergebracht. Beteiligt an dem Projekt waren drei Anthropologinnen: Dr. Anton Blügel, Dora Maria Kalich und Dr. Elfriede Friedmann. Alle drei hatten in Wien Anthropologie studiert. Die Auswahl des Ortes und die Koordination mit den zuständigen Stellen im besetzten Polen übernahm Anton Blügel, Referent an der Sektion Rassen- und Volkstumskunde des Instituts für deutsche Ostarbeit. Die inhaltliche Vorbereitung des Projektes übernahmen die beiden Anthropologinnen Dora Maria Kalich und von der Universität Wien und Elfriede Friedmann vom Institut für deutsche Ostarbeit. Die Ergebnisse sollten mit Daten von Wiener Juden verglichen werden. Mit kaltem Blick fotografierten und vermaßen die beiden Wissenschaftlerinnen mehr als 100 jüdische Familien, insgesamt eben 565 Männer, Frauen und Kinder. Von diesen überlebten nur 26 den Holocaust und konnten später davon berichten. Erhalten geblieben sind die anthropometrischen Bilder, Datenblätter und biografischen Bögen der Ermordeten. Die Fotografien habe ich 1997 in der anthropologischen Abteilung des Naturhistorischen Museums Wien in einem Karton zusammen mit zwei Mappen entdeckt. Der Zufall entdeckte ich dann in einer Buchhandlung das Buch von Götz Ali und Susanne Heim, Vordenker der Vernichtung, mit dem darin publizierten Briefwechsel der beiden Anthropologinnen. Damit konnte ich den Fund einordnen. Im Zuge meiner weiteren Forschungen und mittels zwei Stipendien vom United States Holocaust Memorial Museum und Yad Vashem konnte ich dann den verstreuten Aufzeichnungen dieser Untersuchung in den verschiedenen Archiven nachgehen. Damit war es mir dann möglich, diese nummerierten Fotos mit den namentlich auch zuzuordnen und damit auch die Todeswege der fotografierten Männer, Frauen und Kinder aufzuzeigen. Basierend auf diesen langjährigen Forschungen entstand dann unser Ausstellungsprojekt Der kalte Blick, das letzte Bilder jüdischer Familien aus dem Ghetto von Tarnow. Dieses Projekt haben zusammen konzipiert Götz Ali, Ulrich Baumann, Stephanie Bora und ich. Die Ausstellung dokumentiert eben das Vorgehen der beiden Wissenschaftlerinnen und es erzählt auch vom Leben der Juden in Tarnow von 1939 und deren Ermordung unter deutscher Herrschaft.
Im Zentrum der Ausstellung stehen alle erhaltenen Abzüge der Bilder als aufgefaltetes Archiv. Die anthropometrischen Fotos dienten der Typisierung. Sie mussten vergleichbar, also alle im selben Winkel mit derselben Beleuchtung aufgenommen werden. Damit unterscheiden sich diese Zwangsporträts auch gravierend von solchen, die in einer vertrauten und familiären Situation aufgenommen wurden. Wir zeigen daher die Bilder sichtbar, aber doch verdeckt in einem Kubus, um die Menschen hier nicht noch einmal als Opfer vorzuführen. Ein junger Fotograf, Rudolf Dodendorf, hatte die Zwangsporträts von den Männern, Frauen und Kindern angefertigt. Sie ähneln kriminalpolizeilichen Fotografien und wurden zum Zweck der Vergleichbarkeit mit dem kalten, objektivierbaren Blick der Wissenschaft streng standardisiert und nummeriert aufgenommen. Die Fotos entstanden aber auch unter bedrohlichen und furchtbaren Umständen. Längst schon hatten die Männer, streng religiöse Männer, ihre Bärte und Schläfenlocken abschneiden müssen und auch Frauen und Männer für die Fotos und auch davor Kopfbedeckungen abnehmen müssen. Wo immer es möglich war und wo ich private Fotos von den Familien gefunden habe, haben wir sie in der Ausstellung und in meinem Buch auch den anthropometrischen Fotos gegenübergestellt. Franja Eisenbach-Haberland ist die einzige Überlebende ihrer Familie. Ihre Eltern und Jakob und ihr Bruder Jakob wurden 1942 ermordet. Abraham kam im März 1942 in St. Valentin, einem Außenlager des Konzentrationslagers Mauthausen, zu Tode und nur Franja überlebte. Sie wurde im Mai 1945 von Soldaten der Roten Armee in Theresienstadt befreit und emigrierte nachher nach Frankreich. Sie besitzt einige ältere Familienfotos und diese sieht man hier stehen ja im scharfen Kontrast zu den anthropometrischen Zwangsfotos. Doch sind diese Fotos, die Zwangsfotos ihrer Eltern und Brüder, die letzten Bilder aus der Zeit der deutschen Terrorherrschaft. Meine Recherchen zum Schicksal der Menschen ergaben, dass nur 26 der von den Anthropologinnen und vermessenen Männern, Frauen und Kindern den Holocaust überlebten und später davon berichten konnten. Von 13 Überlebenden haben sich gesprochene und selbstverfasste Zeugnisse erhalten. 9 Interviews geführt in der Shoah Foundation, eine veröffentlichte Autobiografie von Franja Haberland und 3 Lebensberichte im Archiv von Yad Vashem. 3 Überlebende konnte ich persönlich treffen. Franja Haberland besuchten 2019 Uli Baumann und ich, als wir die Ausstellung vorbereiteten, gemeinsam in Paris. Zwei der Überlebenden erinnern sich in den Zeitzeugeninterviews auch an die anthropologische Untersuchung und an die Prozedur des Fotografierens. Einer davon war der damals 20-jährige Nathan Katz. Er war der einzige Überlebende aus seiner Familie. Seine Eltern, sein jüngerer Bruder und seine Schwester wurden alle im Juni 1942 ermordet. Sein älterer Bruder ein Jahr später. Nathan wurde von Tarnow nach Plaschow deportiert und überstand auch die Konzentrationslager Mauthausen und das Außenlager St. Valentin und Ebensee. Dort befreiten ihn am 6. Mai 1945 US-amerikanische Soldaten. Im Zeitzeugeninterview 1998 berichtet er. Einmal kamen deutsche Wissenschaftler, um an uns Studien zu treiben. Ich musste dabei wohl 5 oder 6 verschiedene Untersuchungen durchlaufen. Sie wollten allgemeine Sachen wissen, aber auch, welcher Rasse wir entstammten. Sie wollten herausfinden, wer von uns typische Rassenmerkmale hatte, und wenn jemand diese Kriterien erfüllte, wollten sie genau wissen, welche Abstammung derjenige hatte. Wir gingen für die Untersuchungen in die Schule und mussten uns dort nackt ausziehen. An diese Prozedur und an den Zwang, Mutter und Geschwister nackt zu sehen, erinnerte sich auch Rachele Engelhardt, geborene Goldstein, noch nach Jahrzehnten in einem Zeitzeugeninterview 1996.
Eines Tages mussten wir zu den Deutschen zum Fotografieren gehen. Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern. Sie nahmen uns alle nackt auf. Wir mussten nackt sein. Meine Mutter, auch eine Schwester, mussten sich nackt fotografieren lassen. Das war ein schreckliches Erlebnis für uns. Aber was dir die Deutschen befahlen, musstest du tun. Die Nacktfotos der Frauen hatte Elfriede Fiedmann angefertigt. Jene der Männer, der Fotograf Rudolf Dodenhof. Diese Fotos sind nicht erhalten geblieben. Und ich muss auch sagen, ich denke, zu wissen, dass sie gemacht worden sind, ist schon schrecklich genug. Die Porträts entstanden wenige Wochen vor dem Holocaust in Tarnow. Von den allermeisten Opfern entstanden so die letzten und fast immer noch die einzigen noch erhaltenen Fotos. Für Tarnow gibt es keine namentlichen Aufzeichnungen über die Ermordeten. Und wie in vielen anderen polnischen Städten wurden alle Dokumente der jüdischen Gemeinde zerstört. Ebenso jene Listen, die der zwangsweise agierende Judenrat immer wieder erstellen musste. Erinnerungsberichte an Zeugenaussagen bleiben somit für uns die wichtigste Quelle. Sie stammen überwiegend von Überlebenden, die nichts von zu Hause mitnehmen konnten und sich biografische Details wie Geburtsdaten, Geburtsorte ihrer Familien und Verwandten merken mussten. Nur wenige von ihnen hatten Verwandte im Ausland, die einige Briefe und Fotografien aufbewahren konnten. Ansonsten fielen alle Dokumente und Familienalben der deutschen Vernichtung, also der Vernichtung anheim. In den Zeitzeugenberichten erzählen die Überlebenden vom Leben der Juden in Tarnow vor 1939 und von deren Ermordung unter deutscher Herrschaft. Sie stehen auch stellvertretend als Beispiel für die Verfolgung und Vernichtung hunderter jüdischer Gemeinde in dem von Deutschen beherrschten und terrorisierten Polen. Die Zeitzeugenberichte sollen heute im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen. Ich übergebe nun weiter an Uli Baumann und er wird uns begleitet von den Ausschnitten aus den Zeitzeugeninterviews zu den Massenmorden und Geschehnissen in Tarnow Auskunft geben. Vielen Dank, Margit. Ich weiß jetzt nicht genau, ob Sie uns noch, kannst du uns hören? Super, wunderbar, dann klappt es ja jetzt. Super. Ja. Ich möchte Ihnen kurz zunächst diesen Ort, diese Stadt vorstellen, die eben im September 1939 besetzt wurde. Es ist eine sehr lebendige Kleinstadt, gehörte nach den polnischen Teilungen seit 1772 zu Österreich, dann eben zu Österreich-Ungarn. Eine Stadt, in der ungefähr die Hälfte der Bevölkerung katholisch und die Hälfte jüdisch war, heute ein Touristenmagnet, der berühmte Marktplatz mit dem Renaissance-Rathaus. Dieses Rathaus ist auch Zeichen der Kooperation von Juden und Nichtjuden. Noch in der österreichischen Zeit wurden Juden in den Gemeinderat gewählt und haben die Politik mitbestimmt bis Mitte der 30er Jahre, als dann der Antisemitismus in Polen stärker wurde und diese Zusammenarbeit auch ein Stück zerbrach. Es gab mehrere Synagogen in der Stadt. Hier die am Geburtstag von Kaiser Franz Josef, deshalb Jubiläumssynagoge, eröffnete sogenannte Neue Synagoge. Die Stadt war eine lebendige Industriestadt, Textilindustrie, der es auch eine große jüdische Arbeiterschaft gab, die gewerkschaftlich organisiert war und die mit der nichtjüdischen, katholischen, polnischen, sozialistischen Bewegung eng zusammenarbeitete. Gleichzeitig gab es natürlich über den jüdischen Arbeiterbund auch eine jüdische Arbeiterbewegung selbst. Es gab eine bürgerliche Schicht aus nichtjüdischen und jüdischen Polen. Dieses Bild steht für mich sinnbildlich auch für die Oberschichten, das sind Damen, wahrscheinlich Gattinnen von nichtjüdischen Ingenieuren einer Stickstofffabrik, die als Freizeitvergnügen mit ihren, man sieht das sind ja Mercedes-Benz-Wagen, mit ihren Wagen einem Ballon hinterherfahren, die sogenannte Fuchsjagd in den 30er Jahren.
Ja, und dann beginnt eben, ich glaube am 7. September sind die Deutschen da, die Besatzung. Sie treffen auf eben eine multikulturelle Stadt und sie beginnen sofort mit der Verfolgung der Bevölkerungsgruppen und natürlich insbesondere mit der Verfolgung der jüdischen Bevölkerung. 9. November 1939, Sie sehen richtig, warum auch immer, wir können es nur vermuten, wurde die sogenannte alte Synagoge am Fischmarkt, am Fischplatz angezündet. Sie sehen die Schaulustigen. Eines von vielen privat aufgenommenen Bildern. Tanhof hatte eine lebendige Amateurfotografie-Szene und einer dieser Fotografen hat eben auch dieses festgehalten. Wichtig ist, dass zunächst auch die nicht-jüdische Elite oder die Elite, die zum großen Teil ja auch aus Katholiken in der Stadt bestand, in den Fokus des Terrors der Deutschen geriet. Aus Tarnow wird sozusagen der erste systematische Deportation in das neu errichtete Lager Auschwitz losgeschickt. Und dass im Rahmen dieser sogenannten außerordentlichen Befriedungsaktion, in der Zehntausende, vor allem nicht-jüdische Polen, ermordet werden, noch, kann man sagen, zu Anfang der Besatzungszeit. Auch dieses ist ein wahrer Fotoschatz, der geborgen wurde durch, man kann sagen, den polnischen Widerstand, eine polnische Nichtjüdin, die in der Gestapo-Zentrale geputzt hat, hat dieses und andere Bilder gestohlen. Und es ist sozusagen in einer Privatsammlung in Tarnow erhalten geblieben bis heute und wir konnten so, haben sozusagen Zugang gefunden dazu. Ja, man sieht, die Herren, Menschen amüsieren sich über den polnischen Katholizismus. Sie stellen eine Hierarchie auf. Hier geht es, das zeigt sehr schön in Anführungszeichen, was ich meine, die unterschiedliche Behandlung der verschiedenen Einwohnergruppen in der Stadt mit der Sperrstunde. Und sichtbares Zeichen der Diskriminierung und der Ausschließung, der zunehmenden Ausschließung sind Betretungsverbote für Juden in der Stadt. Polnische Antisemiten hatten in einer rechtskatholischen Zeitung schon 1926 ein Hassgedicht veröffentlicht, in dem es um die jüdischen Parkbesucher dieses städtischen Parkes, des sogenannten Schützengartens, geht. 1941 wird dies sozusagen dann als Realität, als dann dieses Schild aufgestellt wird und außerdem viele Straßen gesperrt werden für den Durchgang. Also Juden mussten riesige Umwege gehen, um von einem Stadtteil in den anderen zu kommen. Die Plakate zeigen aber auch, dass sich nicht alle dran gehalten haben, offensichtlich an diese absurden Vorschriften, weil auch Strafen dann angekündigt wurden. Apropos Stadt und Stadtgestalt, städtisches sozusagen das städtische Antlitz, das Antlitz dieser Stadt außerhalb der historischen Altstadt nach Westen hin, wie in vielen europäischen Städten, auch in Berlin, in Paris, lebten im Westen die Reichen oder die Bürgerlichen, die Krakauer Straße hier, der Boulevard und die umgebenden Seitenstraßen und Villenviertel werden besonders von den Deutschen sozusagen in Beschlag genommen. Sie sehen die Hakenkreuzfahne, auch dies ein Amateurfoto und jüdische Quartiersbewohner müssen dieses Stadtviertel Schritt für Schritt verlassen und werden auf die andere Seite der historischen Altstadt in den östlichen armen Stadtteil an der Lemberger Straße. Tarnow liegt genau zwischen Krakau und Lemberg, daher Osten und Westen, die Straßenbenennung, dort einquartiert. Und diese Verhältnisse werden sozusagen immer schwieriger, weil noch tausende Krakauer Juden, die von dort ausgewiesen werden, nach Tarnow einquartiert werden. Es sind
tagtäglich Demütigungsaktionen, Einzelmorde durch die deutschen Besatzer. Das Leben wird zur Hölle und gleichzeitig, und auch diesen private Aufnahmen, ist es immer noch ein Alltag zwischen den Gruppen. Hier brennt eine Mühle etwas außerhalb der Altstadt, der Innenstadt, und sie sehen, wie die Menschen dahin laufen, und sie sehen bei einigen Menschen an der Kleidung die Armbinden, Zwangskennzeichnung für Juden in dieser Stadt. Und ja, es sind Deutsche auf dem Bild zu sehen, es sind polnische Feuerwehrleute oder Leute, Feuerwehrmänner zu sehen. Also es geht wild durcheinander, und das ist sozusagen trotz allem irgendwo auch noch die Situation. Die jüdische Bevölkerung lebt nicht in einem geschlossenen Ghetto mit Zaun. Gleichzeitig wird sie eben systematisch unterdrückt, ausgeraubt. Polnische Treuhänder in jüdische Geschäften von jüdischen Unternehmern eingesetzt. Also die Situation ist sehr angespannt. Und ich habe ja gerade die Zwangseinweisung der Krakauer Juden oder vieler Krakauer Juden erwähnt. Drei dieser Familien, die auch bei uns in der Ausstellung eine Rolle spielen und auch in dem sozusagen in dieser Zwangsvermessung, dem anthropologischen Projekt, kamen eben als Zugezogene aus Krakau, die Familien Israela, Goldstein und Mansfeld. Die Namen haben sich dann teilweise nach dem Krieg geändert. Ja, dann wäre sozusagen wieder die Überleitung zu dir, Margit. Ja, danke. Die Familie Sternberg hatte in Oswiecim gelebt, bis sie dann 1935 nach Katowice übersiedelte. Mit Kriegsbeginn verlor der Vater sein Unternehmen und die Familie musste wieder umziehen nach Krakau. Im Interview von 1997 berichtet der Sohn Henry Mansfeld, vormals eben Henoch Sternberg, zum Umzug nach Tarnów. »1941 begann die Errichtung des Krakauer Ghettos. Wir wussten als neu zugezogene und nicht gebürtige Krakauer, würden wir keine Aufenthaltsgenehmigung bekommen. Wir mussten Krakau verlassen. Wir mieteten einen Pferdewagen. Wir haben so viel, wie wir konnten, auf den Wagen geladen und sind zusammen mit meiner zukünftigen Schwiegermutter und meinem zukünftigen Schwager nach Tarnów gefahren.« In Tarnów mieteten wir eine Wohnung. Wir hatten eine Wohnung im Keller und meine zukünftige Schwiegermutter und meine Verlobte hatten eine andere Wohnung. Und dann lebten wir in Tarnów. Auch die einst gut bürgerliche Familie Israel musste 1940 aus Krakau nach Tarnów umziehen. Mit Kriegsbeginn brach auch für diese Familie alles zusammen. Der Vater verlor das Geschäft, sein Vermögen, die Kinder mussten die Ausbildung abbrechen. Von der großen Familie überlebte nur Steve Israel, vormals Stacher Israeler. Und 1995 berichtete er in einem Interview, dass seine Familie innerhalb von Tarnów erneut zum Umzug gezwungen war. Irgendwann mussten wir von dem schönen Tarnower Viertel, wo wir wohnten, in eine öffentliche Wohnung umziehen. Mein Vater hatte offenbar die Wohnung gegen die einer christlichen Familie getauscht. Wir zogen zu 11 ein, 10 aus unserer Familie und ein Vetter meines Vaters. Unser neues Zuhause war ein Gebäude mit öffentlichen Wohnungen, so würde ich es jetzt nennen. Im Erdgeschoss keine besonders schöne Wohnung, aber als Kinder waren wir damit okay. Mein Vater wollte, dass mein Bruder und ich unsere Schulbildung so weit wie möglich fortsetzten. Er bezahlte den Direktor meiner ehemaligen öffentlichen Schule, um uns Privatunterricht zu geben. Die Deutschen durften nichts davon erfahren. Privatunterricht konnte das Todesurteil bedeuten. Wir hatten Unterricht bis kurz nachdem der Krieg der Deutschen gegen Russland begann, bis Juni 1941 oder 1942.
Ich kann mich nicht mehr an die genauen Daten erinnern. Ich übergebe jetzt wieder an den Uli. Der Überfall auf die Sowjetunion wird von Steve Israeler, der übrigens im Oktober 2020 hier sozusagen mit einem Video-Statement auch mit die Ausstellung eröffnet hatte, wird erwähnt. Und dieser Überfall ist ganz entscheidend für die Entwicklung, den weiteren Lauf des Völkermords an den europäischen Juden, weil die zunächst von der Sowjetunion besetzten ostpolnischen Gebiete, Litauen und dann weitere Gebiete der alten Sowjetunion von deutschen Truppen und in ihrem Gefolge von Einsatzgruppen, Polizei, andere Verbände erobert wurden und diese Einsatzgruppen sofort mit der Erschießung, Massenerschießung von Juden begannen, zunächst von jüdischen Männern, dann ab Sommer 1941 von ganzen Gemeinden. Und das ist eigentlich der Beginn des Holocaust. Eine Zeit, das muss man auch dann nochmal sehen, wo auf der polnischen Seite, im besetzten polnischen sogenannten Generalgouvernement, eben diese Bilder entstanden sind, wahrscheinlich von dieser brennenden Mühle, wo sozusagen in Tarnów die Unterdrückung sehr hart spürbar war, aber einzelne Morde, auch größere Morde, aber eben keine Massenerschießungen zunächst stattfanden. Und das sozusagen ändert sich dann erneut in dem Gefolge des europäischen Plans, der dann auch seinen Niederschlag in der Besprechung auf der Wannsee-Konferenz in Wannsee gefunden hat. Das ist vielleicht die erste Einordnung dessen, was passiert. Man muss immer dazu sagen, Fliedmann und Kalich wussten relativ früh, dass es so weit kommen wird. In Krakau wusste man es. Und das hat ein Stück auch die Eile an diesem anthropologischen Projekt sozusagen hervorgerufen. Ja. Die konkreten Planungen beginnen und im Frühjahr 1942 sind auch Vernichtungsstätten im besetzten Polen bereits geplant. In diesem Zuge beginnt sozusagen die SS mit einer sozusagen Durchkämmung Galiciens und der systematischen Vernichtung eines ersten Teils der jüdischen Einwohner und Einwohnerinnen. In Tarnów kommen die Verbände und darunter das ein in Lübeck aufgestelltes Polizeibataillon am 11. Juni 1942 an. Zuvor wurden Juden, die gesamte jüdische Gemeinde, aufgefordert, sich, und das hat das Arbeitsamt dort organisiert, sich zu melden beim Arbeitsamt. Es wurden sozusagen Arbeitsausweise ausgeteilt beziehungsweise Stempel, die den Beteiligten nicht durchschaubar waren und die aber letztendlich über angeblich arbeitsfähig, angeblich nicht arbeitsfähig und über Leben und Tod schon vorab entschieden haben. Sie kommen in die Stadt und zusammen mit der jüdischen Hilfspolizei werden die ersten paar tausend Menschen auf diesen Marktplatz, den ich Ihnen vorhin gezeigt habe, getrieben. Sie müssen dort kauern. Es finden bereits auf dem Marktplatz Erschießungen statt. Und sie sehen diesen Moment festgehalten. Und wenn ich nochmal zurückgehe auf dieses Bild, sehen Sie an der Rathauswand eine Gruppe von jüngeren uniformierten Männern durchlaufen. Das sind polnische Jugendliche, der Jahrgang 1922 war
1942 verpflichtet worden zu Bauarbeiten in einer Art Jugendzwangsarbeitsdienst, so ähnlich wie der Reichsarbeitsdienst in Deutschland. Und diese jungen Männer wurden auch noch herbeigerufen. Und die werden später die Leichen bestatten, teilweise aber auch selbst an den Morden teilnehmen. Die Versammelten werden dann entweder zum Bahnhof getrieben über die Krakauer Straße, die ich Ihnen vorhin gezeigt habe, oder auf den jüdischen Friedhof und dort auf dem jüdischen Friedhof erschossen. Die zum Bahnhof gebrachten werden nach Belsitz, in das Vernichtungslager Belsitz gebracht und dort in Gaskammern mit den Auspuffen von russischen Panzermotoren ermordet. Das Ganze geht über eine Woche, nicht an jedem Tag, aber über eine Woche. Es sind mehrere Aktionen. Wir haben diese Bilder, zu denen gibt es viel zu erzählen. Die waren früher falsch zugeordnet. Sie sind schon vor längerer Zeit von uns in der Stiftung als für Tarnow zugeordnet worden, aber wir haben nie gewusst, wo die eigentlich herkommen. Die liegen einzeln als Abzüge in verschiedenen Holocaust-Archiven vor. Und erst im Rahmen unseres Projektes jetzt hatte ich nochmal einen Kollegen in Minsk gefragt, wo sozusagen ein Ursprung dieser Bilder mal lag. Und der ist tatsächlich hat es geschafft, diese Bilder zu lokalisieren, nämlich in einem deutschen Kriegstagebuch. Und zwar genau dieses Polizeibataillons, das in Lübeck aufgestellt wurde. Und so können wir sozusagen davon ausgehen, dass das ein deutscher Polizist fotografiert hat. Sie sehen hier ein Bild im Hintergrund, sozusagen ist die Kathedrale, sieht man aber nicht so gut. Man sieht aber Uniformierte, die am Rand stehen. Und auch diese konnten wir teilweise sogar vermuten, namentlich nennen. Das sind auch Angehörige der Gestapo, Tarnow, aber auch anderer Verbände, die da am Rande stehen. Hinten steht auch noch ein Dienstauto. Also der langjährige Mitarbeiter hier in der Topografie, Klaus Hesse, konnte das alles komplett anhand der Uniformen analysieren. Das war wahnsinnig spannend. Das sind, kann man sagen, die Täter oder die Tatverantwortlichen im engeren Sinne. Und das ist sozusagen ihr Notiz das aus diesem Kriegstagebuch. Ich weiß jetzt gar nicht, ob Sie das lesen können. Ja, das kann man sehr gut lesen. Sie sehen eben diesen Eintrag am 10. Dann gibt es sozusagen am 12. wieder einen Einsatz. Und es gibt dann den letzten Eintrag für den 19. mit einer Bilanz, in Anführungszeichen. Die Zahl der Juden in Tarnow hat sich um 16.000 verringert. Es ist bei solchen Zahlen immer die Frage, ob das alles so stimmt oder ob es noch mehr waren oder wie es auch genau war. Aber es sind einfach ungefähr wahrscheinlich über die Hälfte der jüdischen Gemeinde ist in dieser Woche ermordet worden. Ja, in den Zeitzeugenberichten haben die wenigen Überlebenden von dem ersten Tag natürlich, soweit sie Zeugen wurden, von diesem ersten Massenmord in Tarnow berichtet und auch über die Ermordung ihrer Familienangehörigen. Und dazu hören wir jetzt 4 Berichte von Israel Beicher, Viktor Dormann, Rachela Engelhardt und Steve Israeler. Israel Beicher, früher Beißer, überlebte als einziger seiner Familie. Seine Eltern und seine Schwester Sala wurden ermordet. Israel wurde 1943 aus dem Ghetto Tarnow nach Plaszów deportiert und überstand das Konzentrationslager Mauthausen und die Außenlager Melk und Ebensee, wo er dann 1945 von US-amerikanischen Soldaten befreit wurde. Israel Beicher im Interview 1996 zum ersten Massenmord. Im Juni 1942, es war Mitte des Monats, glaube ich, kam eine SS-Brigade nach Tarnow.
Eine Woche davor hatte die Gestapo den Leuten befohlen, am großen Marktplatz zu erscheinen. Sie hatten viele Tische aufgestellt und pro Familie sollte ein Mitglied Arbeitsausweise sammeln. Meine Schwester, mein Vater und ich hatten einen Ausweis, nur meine Mutter nicht. Am Tisch saß ein Gestapo-Mann. Er hatte zwei Stempel. Einen mit einem Hakenkreuz, dem Zeichen der deutschen Regierung, und einen bloß mit dem Buchstaben K. Meine Mutter hatte großes Glück. Der Gestapo-Mann gab meinem Vater, meinem Bruder und mir ein Hakenkreuz. Die meisten erhielten ein K. Als die SS-Brigade kam und von Tür zu Tür ging, wurden alle Leute, die ein K in ihrem Ausweis hatten, an Ort und Stelle erschossen oder deportiert. Diejenigen mit einem Hakenkreuz wurden in Ruhe gelassen. Weil wir drei Ausweise mit Hakenkreuz hatten, sagten sie, dass die vierte Person bei uns bleiben dürfe. So überlebte meine Mutter dieses Mal. Am Montag, Mittwoch und Freitag fanden Aktionen statt. Mehr als 25.000 Menschen wurden erschossen. Blut floss in der Straße. Die Leichen wurden in großen Wagen gesammelt und zum Friedhof gebracht. Dort hatten sie zuvor eine riesige Grube ausgraben lassen. 6 Meter tief und 16 Meter breit. Die Leute gruben dieses Massengrab selbst aus. Auch Viktor Dormann ist der einzige Überlebende seiner Familie. Er überstand, wie vorher Israel Beißer, das Ghetto Tarnow und die Konzentrationslager Plaschow, Mauthausen und die Außenlager St. Valentin und Ebensee. Er starb 2010 in den USA. 1994 berichtet er im Zeitzeugeninterview. 1942, vielleicht im Juni, war der erste Massenmord in unserer Stadt. Ja, Juni 1942. Damals holten sie meine Eltern. Mein Vater arbeitete in einer deutschen Firma und war so etwas wie ein Leiter. Wenn jemand zur Arbeit angenommen wurde, tat es die Gestapo, aber mein Vater stimmte zu. Meine Schwester arbeitete auch da. 1942 holten sie meinen Vater und meine Mutter. Wohin haben Sie sie gebracht? Sie wurden direkt ermordet, auf dem Marktplatz. Mehr als 20.000 Menschen, alles Juden, wurden geholt. Meine Schwester fragte beim Leiter der Gestapo nach. Er sagte, sie solle sich keine Sorgen machen. Die Eltern seien zu einer Judenstadt gebracht worden. Ich wollte sie zurückholen, weil ich sie hier brauchte. Aber daraus wurde nichts. Es war ein furchtbarer Tag. Haben Sie gesehen, wie Ihre Eltern ermordet wurden? Nein. Aber ich habe gesehen, wie das Blut von 20.000 Menschen die Straße herunterfloss. Das war eine Aktion? Ja. Eine große Aktion? Ja. Eine der Familien, die im Sommer 1940 nach Tarnow kamen, war die Familie Goldstein mit 15 Kindern. In Tarnow wohnten sie zu 15 in einem Zimmer. Von der großen Familie Goldstein überlebte nur Rachela Engelhardt. Sie berichtet 1996 im Zeitzeugeninterview. In Tarnow, mein Vater, mein Bruder und mein Schwager versteckten sich. Es war der erste Tag. Es gab 3 solche Tage in einer Woche. War das der Beginn der Deportation? Ja. Erinnern Sie sich wann? Es war an einem Montag im Juni. War das vor dem Ghetto? Ja, vor dem Ghetto. Aber mein Vater war ein paar Stunden unten im Keller. Dann sagte er, ich werde meine Frau nicht mit den Kindern alleine lassen. Er kam hoch, um bei uns zu sein. Und meine Brüder, einer kannte jemanden aus dem Haus, der ihnen einen Keller aufschloss. Das war am Montag. Die Deutschen begannen Donnerstag und dann am Montag. Am Montag haben sie 10 Mitglieder meiner Familie mitgenommen. Meine Schwester hatte 2 Kinder. Ich hatte die Erlaubnis zu bleiben.
Meine Brüder hatten sich versteckt. Ich bat die Deutschen, mir das Kind meiner Schwester zu lassen. Sie hatten schon 10 von uns weggenommen. Sie sagten, okay, eine Partie wird kommen, um das Kind zu holen. Am nächsten Donnerstag, nachdem ich ihnen das Kind gezeigt hatte, versteckte ich mich auch. Welche 10 Verwandte haben Sie geholt? Meine Mutter, mein Vater, meine älteste Schwester, ihr Kind, dann Golda, Esther, Josef, Pesla, Rivka und Libusch. Meine Geschwister, 2 meiner Brüder hatten sich versteckt und ich durfte das Kind behalten. Steve Israeler war 11 Jahre, als er von den Anthropologen vermessen wurde. Er überlebte als einziger seiner Familie das Ghetto von Trauma und wurde 1943 nach Plaszów deportiert, wo er dann Zwangsarbeit in den Heinkel-Flugzeugfabriken leistete, bis er in das KZ Flossenbürg verschleppt wurde, wo er dann 1945 von US-amerikanischen Truppen befreit wurde. Mit der Hilfe von Verwandten emigrierte er später über Paris und Kanada in die USA. Steve Israeler im Zeitzeugeninterview zum ersten Massenmord. Die Deutschen kamen, sie führten eine Aktion durch. Sie haben uns unter immensen psychologischen Druck gesetzt. Sie zwangen uns zur Registrierung und stempelten ein A oder B in unsere Ausweise. Meine beiden Schwestern, die jung und hübsch waren und nicht besonders jüdisch aussahen, bekamen ein A. Wie wir lernten, hieß A, dass man bleiben durfte. B bedeutete die sogenannte Deportation. Jetzt wissen wir alle, was dieses Wort wirklich bedeutete. Meine Schwestern nahmen die Ausweise der Eltern und vom Rest der Familie und gingen zurück zur Registrierungsstelle. Sie versuchten für sie einen A-Stempel zu bekommen. Aber die Deutschen spielten einen üblen Scherz und gaben nur B-Stempel. 2 Tage später schlossen sie den Stadtteil. Das Ghetto existierte noch nicht und es gab keine Mauern, aber die meisten Juden waren in einem Viertel zusammengepfercht. Die Deutschen stürmten in die Häuser, zerrten Menschen auf die Straße und erschossen sie. Meine Eltern und beide Schwestern waren unter den Opfern. Meine Schwestern und meine Mutter wurden direkt ermordet, mein Vater leider nicht. Er schaffte es nach der Aktion noch nach Hause. Die Deutschen mussten Hohlspitzpatronen benutzt haben. Die Kugel durchschlug seinen Kopf. Mein Vater konnte weder sprechen, noch essen, noch sich von einem Arzt behandeln lassen, weil kein Arzt es wagte, das Haus zu verlassen. Niemand hat das gewagt. Also verblutete mein Vater. Von den 565 fotografierten Kindern, Frauen und Männern müssten eigentlich statistisch gesehen 250 bei der ersten Aktion ermordet worden sein. Ich übergebe jetzt wieder an Uli. Ja, also gerade auch die letzte Schilderung von Steve Israeler, dass keiner aus dem Haus ging, öffnet sozusagen nochmal eine Dimension dessen, was mit der ganzen Stadt passiert ist. Diese Morde auf dem Marktplatz, in den Seitenstraßen, in den Straßen, weil in den nächsten Tagen kam nicht mehr die jüdische Hilfspolizei, sondern dann kam das Lübecker Polizeibataillon in die Häuser rein und auch die SS-Einheit, die in der Nähe stationiert war. Das war natürlich für die ganze Stadt hörbar. Und es gibt auch den Bericht, dass ein katholischer Schaulustiger oder Zeuge, wie auch immer, auch in der Nähe des Marktplatzes erschossen wurde. Die ganze Stadt hat diesen Terror miterlebt. Und die ganze Stadt und auch die überlebenden Nicht-Juden, Christen, hat dieser Terror geprägt.
In Tarnów war es dann eben so, dass jetzt erst, also im Juni, und zwar unmittelbar nach dem letzten Mord, die Anordnung zur Ghettobildung kam durch den deutschen Landrat, also Bezirkshauptmann, genau, also was sozusagen die Parallelinstitution des Landrates dann im besetzten Polen war. Und die Menschen mussten dann, also die, die noch in den anderen Stadtteilen gelebt haben, mussten dann in den Stadtteil östlich der Altstadt umziehen, und der wurde dann tatsächlich auch geschlossen. Davon gibt es im Gegensatz zu anderen Städten in Polen, ganz, also Bilderserien entstanden sind, wenig oder eigentlich nur dieses Bild, was wir Ihnen zeigen können, auch wieder von einem nicht-jüdischen Nachbar, von einem Amateurfotografen fotografiert. Da sehen Sie auch, das war keine gemauerte Grenze, das war ein Bretterzaun. Und in diesem erst größeren Stadtviertel, das bis zum jüdischen Friedhof reichte und dann immer weiter verkleinert, lebten die Überlebenden dieses ersten Massenmordes. Es gab dann am 9. September erneut so eine Stempelaktion mit Arbeitsamt und Gestapo und dann erneut eine Deportation mit 7.000 Menschen, darunter 1.000 Kinder, die teilweise wieder in Tarnów oder Umgebung erschossen wurden, teilweise wieder nach Belzec gebracht wurden. Das ging dann sozusagen in der Erinnerung als die sogenannte Kinderaktion ein. Der dritte Massenmord folgte dann am 15. November 1942 mit 2.500 Toten, und die noch überlebenden 8.000 wurden dann in zwei Ghettobereiche aufgeteilt. Auch das kennen wir aus anderen Städten Osteuropas unter deutscher Besatzung. Ghetto A, die sogenannten, also die Zwangsarbeiter, Ghetto B, die all anderen, die dann eigentlich auch nicht mehr versorgt wurden. Es war ein Tod auf Raten und gleichzeitig auch immer noch eine Situation, wo je nach Aufsicht, je nach Wachhabenden, die polnische sogenannte blaue Polizei patrouillierte, eben doch einige auch über diesen Bretterzaun kamen oder es auch irgendwo auch noch einen Austausch gab von Gütern und etlichen auch noch die Flucht oder das Versteck dann gelang. Aber eben sehr wenigen in einer ja insgesamt unter Terror stehenden Stadt. Die Gestapo-Keller waren voll, es wurde gefoltert, das Gefängnis war voll. Diese Stadt stand ohnehin eben unter Terror. Ja, es folgen nun drei Berichte über weitere Massenmorde im Herbst 1942 von Rachele Engelhardt, Henry Mansfeld und Viktor Dormann. Von Rachele Engelhardts Familie waren, wie wir gehört haben, nach dem ersten Massenmord noch zwei ihrer Brüder, ein Schwager und ihre Nichte am Leben. Über den zweiten Massenmord im Herbst 1942 berichtet sie folgendes. Es kam zu einer zweiten Deportation. Meine Erlaubnis half mir nicht mehr. Die zwei Brüder hatten eine Erlaubnis, weil sie arbeiteten. Mein Schwager hatte das Kind. Ich versteckte mich im Keller. Und sie brachten sie zu diesem Ort, aber sie taten ihnen nichts an. Zu welchem Ort? Zum Markt, verstehen Sie? Zum Marktplatz? Zum Marktplatz. An diesem Tag waren die Kinder dran. Sie haben die Kinder weggenommen. Ich habe nichts davon mitbekommen. Mein Schwager war aber da. Als ich im Keller war, es musste zwei Tage lang gewesen sein, sagte jemand: Sie haben das Baby weggenommen. Ich war hysterisch und wurde ohnmächtig. Sie hatten Schwierigkeiten, mich wiederzubeleben. Am Abend kam jemand und sagte:
Ihr müsst hier weg. Morgen kommt die Gestapo, sie wird alles durchsuchen. Also rannten wir weg. Wir waren einige wenige und wir liefen zur anderen Seite der Stadt. Wie groß war damals Tarnów? Tarnów war eine schöne Stadt, aber für amerikanische Verhältnisse war sie klein. Sie hatte eine angenehme Größe. Wir haben uns in einem offenen Dachstuhl versteckt. Am nächsten Tag hörten wir, dass alles vorbei sei. Ich rannte nach Hause. Ich wollte wissen, ob meine Brüder noch lebten. Zwei Nachbarn, die wie wir nach Tarnów ziehen mussten, fragten mich: Du lebst noch? Geh nach Hause. Deine Brüder sind verrückt vor Sorgen. Sie glauben, die Gestapo hat auch dich geholt. Auch Henry Mansfeld wurde 1943 von Tarnów nach Plaszów deportiert und von dort weiter nach Mauthausen, St. Valentin und Ebensee, wo er 1945 befreit wurde. Seine Eltern und vier Geschwister wurden alle ermordet. Im Zeitzeugenbericht erzählt er zum Herbst 1942. Oktober 1942 wussten wir, dass eine neue Aktion bevorstand, weil wir hörten, dass neue Massengräber auf dem Friedhof ausgehoben wurden. Die Rede war von Viehwaggons, die auf dem Bahnhof zum Transport von Menschen bereitstanden. Also wussten wir, dass etwas auf uns zukommt. Solange sie lebten, versteckte ich meine Eltern. Sie wohnten in einem Anbau. Der Kaminschacht im hinteren Teil wirkte wie das Ende des Hauses, doch dahinter war ein kleiner Raum, wie auf einem Dachboden. Dieser wurde mit Ziegelsteinen verschlossen. Ich nahm eine Leiter und half meinen Eltern in das Versteck. Auch 18 andere Menschen versteckten sich dort. Insgesamt waren sie 20. Obenauf legte ich lose Ziegelsteine. Es war schwer zu erkennen, dass dort ein Raum war. Aber als die Deutschen von Haus zu Haus gingen und nach Juden suchten, hatten sie wohl Bajonette und stachen gegen die Decke. So entdeckten sie die Versteckten. Sie haben den Dachboden aufgemacht und die Menschen herausgeholt und weggeschleppt. Sie sagten, sie würden zur Arbeit auf Bauernhöfe im Osten geschickt. Sie wollten uns ruhigstellen. Es gab sogar Gerüchte, dass Leute Post von Geschwistern oder Eltern bekommen hätten, aber das war eine Lüge. Sie wollten uns einfach ruhig stellen. Die Menschen wurden in Viehwaggons nach Belzig deportiert, einem KZ. Alle endeten im Krematorium. Es gab keine Selektion wie in Auschwitz zwischen denjenigen, die arbeiten, und denjenigen, die sofort ermordet werden sollten. Es war ein reines Vernichtungslager, in dem die Menschen im Krematorium ermordet wurden. Meine Eltern waren in dem Transport, auch meine jüngste Schwester, meine Schwiegermutter und, ich glaube, mein lediger Schwager. Ein Mann war vom Zug gesprungen. Er kannte meine Schwester. Er kehrte nach Tarnów zurück und sagte mir, meine Schwester hätte im Zug die ganze Strecke nach Belzig geweint. Was die Eltern wohl denken, soll sie gesagt haben, wenn sie herausfinden, dass sie in dem Zug war. Sie wusste nicht, dass unsere Eltern auch im Zug waren. Viktor Dormann berichtet von den Massenmorden und der Deportation im Herbst 1943 in das Zwangsarbeitslager und spätere Konzentrationslager Plaszów. Damals war das Ghetto schon errichtet, aber es war noch nicht geschlossen. Nach diesem Massenmord haben sie es weitgehend zugemacht. Einige Monate später war die zweite Aktion. Wieder wurden Massen an Menschen getötet. Danach wurde das komplette Ghetto abgeriegelt. Die restlichen Einwohner, ein paar tausend von uns, gingen arbeiten. Dann kam eine dritte Aktion. Danach wurden die Frauen und Männer im Ghetto getrennt. 1943. Es war Juni oder Juli, wurden wir alle, meine Schwester, mein Bruder und ich, nach Płaszów geschickt. Mein Bruder arbeitete für Brown Boveri. Ich dachte immer, das sei eine deutsche Firma, aber eigentlich kam sie aus der Schweiz.
Sie produzierte Elektrogeräte, Telefone und Ähnliches. Mein jüngerer Bruder, zwei Onkeln und ich arbeiteten alle dort. War das schon in Płaszów? Nein, in Tarnów. Als wir nach Płaszów geschickt wurden, sollten die Arbeiter von Brown Boveri in ein anderes Lager gebracht werden, aber das ist nicht passiert. Sie wurden nicht weggebracht, sondern ermordet. Meine Schwester, eine Tante und ich kamen nach Płaszów. Einer meiner Onkel war bei Brown Boveri. Meine Tante hatte ein Kind, 4,5 Jahre alt. Sie trug es in einem Rucksack. Der berüchtigte Kommandant von Płaszów war am Bahnhof und das Kind fing wohl an zu weinen. Er hat dem Kind in den Rücken geschossen. Ich habe es gesehen. Ich war machtlos. Ich möchte nicht all diese furchtbaren Geschichten erzählen. Nachdem sie Ghettos, Zwangsarbeit und Konzentrationslager durchlitten hatten, wurden die Überlebenden zu Displaced Persons. Sobald sie wieder zu Kräften gekommen waren, machten sich die meisten von ihnen auf die Suche nach Verwandten in anderen Lagern. Einige fuhren in ihre Heimatstadt Tarnów. Die Stadt war kaum beschädigt, doch viele Wohnungen und Häuser auf dem Areal des letzten Ghettos waren vollständig zerstört. Für diejenigen Juden, die nach Tarnów fuhren, war die Wiederbegegnung erschütternd. Die Stadt war ihnen völlig fremd geworden. Verwandte, Freunde und Nachbarn und Geschäftspartner waren ermordet. In vielen Städten und Orten, so auch in Tarnów, kam es auch nach Kriegsende zu Gewalt gegen Juden und zu Morden. Mittellos standen die Heimkehrer vor ihren früheren Häusern, die nun christliche Polen bewohnten. Doch stieg die Zahl der jüdischen Einwohner Tarnows bis Juni 1946 auf 1200 an. Doch angesichts der antisemitischen Überfälle, bei denen mindestens 9 Juden ermordet worden waren, verließen viele die Stadt sehr schnell. Es folgt noch ein Bericht von Karl Diamond. Er überlegte als einziger seiner Familie. Seine Eltern, seine 4 älteren Geschwister, Schwestern, sein jüngerer Bruder wurden ermordet. Karl Diamond, früher hieß er Diamant, wurde 1943, wie wir schon öfter gehört haben, nach Płaszów deportiert und von dort 1944 in das Konzentrationslager Großrosen und von dort in das Außenlager Langenbielau deportiert, wo er dann im Mai 1945 von der Roten Armee befreit wurde. 1996 erzählt er im Interview von der Rückkehr nach Tarnów im Frühsommer 1945. Ich machte mich auf den Weg in meine Heimatstadt Tarnów. Die Russen waren sehr hilfsbereit. Sie gaben uns Papiere und halfen uns mit LKWs, Autos und Zügen, damit wir in unsere Heimatstädte zurückkehren konnten. Als erstes wollte ich nach Hause, um zu sehen, ob jemand aus meiner Familie überlebt hatte. Überall waren die Russen sehr hilfsbereit und nahmen uns mit. 30 Kilometer, 70 Kilometer, 100 Kilometer. So gelangte ich nach Tarnów. Ich ging zum Judenrat der jüdischen Organisation und meldete mich. Ich war Nummer 293. Danach suchte ich nach Verwandten. Tarnów war im Januar 1945 befreit worden. Nun war es Mitte oder Ende Mai, vielleicht sogar schon Juni, als ich nach Tarnów kam. Beim Judenrat traf ich Herrn Fischer, den Bäcker, der unseren Lebensmittelladen früher mit Brot und anderen Waren beliefert hatte. Ich übernachtete bei ihm. Am nächsten Morgen wollte ich sehen, wer in unserem Haus wohnte. Ich ging hin, stieg die Treppe hinauf und klopfte. Keine Antwort. Ich kehrte wieder zum Judenrat zurück. Am folgenden Tag sagte ich mir, ich gehe nicht weg, bevor ich gesehen habe, wer in unserem Haus wohnt. Ich ging wieder zu unserem Haus und klopfte. Endlich machte eine Frau auf. Sie war mittleren Alters, 45 vielleicht, und sie zitterte stark, als ob sie an Parkinson oder Ähnlichem litt. »Warum zittern Sie so?«, fragte ich. »Sind Sie krank?« »Nein«,
sagte sie. Die Nachbarin Bielanova habe ihr erzählt, dass der Hausbesitzer zurückgekehrt sei. Sie hatte Angst, ich würde sie rauswerfen. Ich habe ihr gesagt, dass sie keine Angst haben müsse. Ich wolle nur sehen, wer jetzt hier wohne. Dann wollte ich gehen. Sie war beim Kochen und lud mich ein, mit ihr zu Mittag zu essen. Ich wollte nicht. Ich hatte Angst, mich hinzusetzen. Damals gab es in Kielce ein Pogrom, bei dem 45 Juden an einem Abend ermordet worden waren. Leute, die aus Russland oder den KZs zurückkehrten, verstehen Sie? Ich wollte keine Nacht mehr bleiben. Man hat damals Transporte zurück zu den KZs organisiert und beim Judenrat wurde mir gesagt, dass ich in die amerikanische oder britische Zone reisen sollte. Die Amerikaner und Briten hatten viele Lager befreit, vielleicht könnte ich da jemanden aus meiner Familie finden. Also machte ich mich auf den Weg. Ich fuhr nach Berlin, dann Gleiwitz, Leipzig und besuchte die Lager, die jetzt Displaced Persons Camps waren. Ich fragte nach, ob jemand aus meiner Familie oder Heimatstadt überlebt hatte. Ich fand niemanden. Am Ende kam ich nach Eggenfelden, weil ich gehört hatte, dass ein Mann namens Diamond. Es war mein Cousin zweiten Grades, Chaim Diamond. Ich habe ihn gefunden. In den Zeitzeugenberichten der fotografierten Familien berichten nur wenige Überlebende, dass sie nach Tarnow zurückkehrten. Andere, wie Nathan Katz, erzählten, dass sie nicht mehr an den Ort, wo ihre gesamte Familie ermordet war, Morden war, fahren wollten. Zu schmerzhaft war für ihn die Erinnerung. Einige fuhren aber Jahrzehnte später nach Tarnow und oft auf Wunsch eben ihrer Kinder und Enkelkinder. Manche dann auch öfters und engagierten sich für die Erhaltung der Gräber ihrer Vorfahren auf dem jüdischen Friedhof und für die Erinnerung an das jüdische Leben in Tarnow oder Tarne, wie es in Jiddisch geheißen hat. Vielen Dank. Entschuldigung, auch von meiner Seite nochmal einen guten Abend, ganz herzlichen Dank. Es fällt jetzt schwer, glaube ich, nach diesen sehr eindrücklichen Berichten in eine Fragerunde überzuleiten und dennoch würde ich gerne die Gelegenheit dazu geben wollen. Ich würde vielleicht selber mit einer kurzen Frage an Frau Berner nochmal starten und zwar, wie verlief eigentlich die Begegnung mit den Überlebenden, von denen du am Anfang gesprochen hast, und ihren Familienangehörigen, als du im Zuge deiner Recherchen die Gelegenheit hattest, Kontakt aufzunehmen? Also du hast darüber immer wieder auch während unserer Kuratorenrunden berichtet und das war immer sehr eindrucksvoll, wenn du ihnen auch die Bilder gezeigt hast. Es war auch keine einfache Situation und ich glaube, das würde vielleicht auch die Gäste heute Abend interessieren, wie diese Begegnungen verlaufen sind. Ja, ich habe mal bei den ersten Berichten, also die ich ja 2002 gefunden habe über die Survivors Registry von vom Holocaust Memorial Museum in Washington, da habe ich damals eben eine Liste der Namen gegeben und eben haben sie gefunden und da habe ich dann einen Brief geschrieben, in dem ich geschrieben habe, es gibt eben diese Unterlagen mit dem Namen und den Dokumenten, die ich gefunden habe. Und diesen Brief hat dann die Direktion von dem Museum oder das Museum verschickt. Und,
und hat dazu geschrieben, dass es hier eben eine Stipendiatin gibt und die dazu forscht und dass das unter Umständen Unterlagen von ihrer Familie sind und wenn das sie interessiert, dass sie mich dann kontaktieren sollen. Und sie haben mich, glaube ich, in der Sekunde, wo dieser Brief gekommen ist, oft angerufen oder auch dann zurückgeschrieben. Und ich habe dann auch die Möglichkeit gehabt, eben in den Steve Israeler, er lebt ja heute noch, er hat gerade Geburtstag gehabt, seinen 91. am 19. Jänner. Und bin dann zu ihm gefahren nach New York und mein Kollege hat Abzüge gemacht von den Fotografien. Ich habe Kopien von den ganzen Unterlagen gemacht und bin dann zu ihm gefahren und er hat mich, und wir haben dann, war dann bei ihm und er hat als erstes die Fotografien sehen wollen, weil er sich nicht erinnern konnte und auch nicht glauben konnte, dass das von seiner Familie war. Und das war dann für ihn, für beide war das ein sehr emotionales Erlebnis. Und ich habe ihn dann auch später, 2 Jahre später wieder getroffen. Und dann hat er mir gezeigt, dass er diese Fotografien eingerahmt in seinem Wohnzimmer oder sein Schlafzimmer eigentlich auch hängen hatte, weil es für ihn, das wusste ich ja nicht, die allerersten Fotografien von zwei seiner Schwestern waren. Und für mich interessant war, dass er sich ja nicht an die anthropologische Untersuchung erinnern konnte. Ich habe auch den Viktor Dormann damals besucht, der in New Jersey gelebt hat. Und er hat auch geheiratet und seine Frau ist auch aus Tarnow. Und sie haben noch einen anderen Überlebenden dazugebracht. Und da bin ich eben auch hingefahren. Und auch er konnte sich nicht an die Untersuchung erinnern. Und auch sie haben eigentlich nicht geglaubt, dass das jetzt Unterlagen von ihrer Familie sind. Und das war für mich ein ganz wichtiges Erlebnis zu sehen, wie wichtig neue Dokumente sind. Und wir haben dann, in der Vorbereitung von der Ausstellung, habe ich dann nochmal aktiv angefangen zu suchen, weil ja einfach durch die in der Zwischenzeit, das war 2002, dann durch die Digitalisierung eben einfach viel mehr Dokumente waren. Und manche habe ich einfach aus dem Internet, aber ich habe immer vorher einfach einen Brief geschrieben und vorsichtig geschrieben, dass ob es diese Unterlagen sie interessiert und nur mal den Namen erwähnt, welche das sind. Und so war das immer so ein Kontakt, der aufgebaut worden ist. Und es war eigentlich für alle eigentlich immer ein sehr, sehr emotionales Erlebnis und eigentlich auch immer ein sehr wichtiges Erlebnis, dass sie quasi die Gesichter ihrer, also für uns diese furchtbaren Zwangsfotos, ja, sie in Gesichter ihrer Familienangehörigen schauen. Gibt es eigentlich für dich eine Erklärung, warum so viele Überlebende sich überhaupt nicht mehr an die Untersuchung selbst erinnern können, die ja doch eine sehr entwürdigende Prozedur dargestellt hat? Wir haben das vorhin kurz gehört, auch bei Frau Engelhardt, die Tatsache, dass sie sich nackt entkleiden musste, dass das aber offensichtlich nicht im Gedächtnis verhaftet geblieben ist. Hast du dafür eine Erklärung? Also ich denke, wir haben in Wien auch zu einer anderen Untersuchung auch eine ähnliche Studie gemacht, wo wir auch viele Kontakte hatten. Und da haben wir auch zwei gefunden, die sich erinnern konnten. Und in dem Fall sind auch noch Gipsmasken, also Gipsabdrücke gemacht worden. Und es waren dann diese Prozeduren, die in Erinnerung geblieben sind, während die anthropologische Vermessung, das war oft auch eine Frage, zum Beispiel bei den Untersuchungen in Wien, ob das so etwas ist wie Medizinexperimente. Und da konnten wir damals eigentlich ja die Leute fast beruhigen und sagen, es war eine psychische Verletzung, aber jetzt nicht in dem physischen Sinne eine extrem schmerzhafte. Also man muss sich das ein bisschen wie vielleicht bei so einem Besuch, wenn man zum Militär geht und vorher untersucht wird oder bei einer ärztlichen Untersuchung, wo eben auch sozusagen an dem Körper sind, also vorzustellen, aber im Verhältnis zu dem, was den Leuten, was nachher passiert ist, 6 Wochen später, die ersten Massenmorde, ist das Trauma, was nachher kommt, so viel größer als die Situation von der Vermessung. Und es war für mich eigentlich erstaunlich, dass ich dann diese zwei in den Zeitzeugeninterview, die ich ja nicht getroffen habe und nie kennengelernt habe, per Zufall sozusagen oder in diesem Interview gerade diese Stelle erwähnt haben. Und das Fotografieren bei der Rachela Engelhardt, sie hat ja dann auch noch erzählt, eben, dass sie ihre Mutter nackt sehen konnte. Das ist ja etwas, was, wenn wir an unsere Großeltern oder
Auch Elterngenerationen kommen nicht selbstverständlich in den Familien und schon gar nicht in der damaligen Zeit. Ja, ich würde Ihnen dann die Gelegenheit geben, wenn Sie möchten, noch Fragen zu stellen. Sie können das Mikrofon im Raum benutzen, zeigen Sie gerne auf. Bisher haben wir über das, über die Möglichkeit der E-Mail noch keine Fragen. Ist jetzt nicht der Fall. Dann würde ich noch eine Frage noch mal an dich, Margit, stellen, weil das am Anfang so ganz kurz kam und das wäre vielleicht auch noch mal interessant. Was war das Ziel eigentlich dieser Fotografien, dieser Typisierung und auch des Vergleichs? Also du hast davon gesprochen, dass sie zu Vergleichszwecken fotografiert worden sind. Was war das eigentliche Ziel dieser beiden Wissenschaftlerinnen? Also das eine war quasi so eine Erforschung des typischen Ostjuden auch von anthropologischer Sicht, dass sie da sich gedacht haben, sie werden da jetzt, glaube ich, eine große Publikation machen. Und zum anderen war einfach diese Überlegung, wenn man Eltern und Kinder untersucht, dass man hier auch die Vererbung von den sogenannten Rassenmerkmalen mit untersuchen kann oder könnte. Und Fotografien wurden ja eigentlich auch so als Beweis mit aufgenommen. Das heißt, dass später und in dem Fall, also dass später sozusagen wie im Labor oder auf dem Schreibtisch dann weiter untersucht werden kann, wenn man jetzt noch eine bestimmte Form oder etwas machen kann. Und das haben wir ja auch gezeigt, dass diese Fotografien wie Messungen auch verwendet wurden, um sie nebeneinander zu legen und zu vergleichen. Und die Dora Maria Kalisch, die hatte ja in Wien 37, 38, also und auch gleich nachdem Österreich nationalsozialistisch geworden ist, also nach dem Anschluss, auch eine Untersuchung in einem Altersheim oder einem versehrten Heim an jüdischen Frauen und Männern gemacht, die sie damit auch vergleichen wollte. Und das Dritte, was noch eine Rolle spielt, ist, dass gerade am Anthropologischen Institut und auch viele Anthropologen ja auch rassenkundliche Untersuchungen als Gutachten gemacht haben. Also in jenen Fällen, wenn jemand keine Dokumente hat, also es war für die Justiz oder für die Feststellung waren immer die Dokumente das Wichtigste. Aber es gab Fälle, also das erinnert uns ja auch an heutige Situationen, wenn jemand keine Dokumente hat von seinen Eltern oder Herkunft, dann konnte man sozusagen ein Vaterschaftsgutachten anfordern. Und dann haben die Anthropologen anhand sozusagen eines Ähnlichkeitsvergleiches zwischen Eltern und Kindern auch festgestellt, ob da hier eine Verwandtschaft vorliegen kann. Und da war dann ihr Urteil mitentscheidend für das weitere Schicksal der Männer. Und in der NS-Zeit, also mit den Nürnberger Rassengesetzen, ist das ja verbunden worden mit einem Rassengutachten. Also nicht nur einem Vaterschaftsgutachten, sondern einem Rassengutachten. Und da waren eigentlich dann auch diese Daten im Hintergrund ein bisschen so als Vergleich gedacht. Und dann, das haben Sie ja beide selber geschrieben, dass quasi Galizien oder hier auch Westgalizien auch haben Sie als das Stammland der Wiener Juden, wo halt quasi um die Jahrhundertwende und nach dem Ersten und vor dem Ersten Weltkrieg viele Juden auch nach Wien gezogen sind. Aber 1942 muss man sich auch vor Augen halten, waren in Wien schon keine, also waren ja alle Deportationen auch schon voll, da gab es nur mehr ganz wenige.